So, also, ich stehe heute hier, dank der lieben Deutschen Bahn, und erzähle euch was zum Thema barrierefreie PDF-Dokumente mit InDesign. Ich habe es ursprünglich ein bisschen sonst anders immer, aber hier in dem kleinen Rahmen versuche ich das mal so ein bisschen umzudrehen und umzubiegen. Das sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 50 Folien oder sowas. Erstens, ich gehe nicht auf jede Folie ein, weil 45 Minuten, 50 Folien, das geht nicht, logischerweise. Deswegen, das Ding gibt es im Anschluss. Als barrierefreies PDF natürlich. Durch das ist für euch so ein bisschen Mitschriebsel, ne? Irgendwie sowas. Das heißt, wundert euch bitte nachher nicht, wenn ich über ein paar Sachen einfach drüber hinweggehe oder bloß ganz kurz darauf eingehe, weil, wie gesagt, in 45 Minuten das Thema erschlagen zu behandeln, no chance. Ne? Das funktioniert überhaupt nicht. Jetzt bin ich erstmal geflasht hier. Ronny hat mich schon kurz vorgestellt, deswegen muss ich dafür nicht so sagen. Also ich komme aus Berlin, ich mache so alles, was mit Publishing zu tun hat. Das Barrierefreie ist so eine Randbaustelle, sage ich mal, auch wenn mich manche da vielleicht anders sehen, aber wir hatten das eben schon mal kurz besprochen. Wer barrierefrei macht, der kann auch viele andere Dinge. Der kann auch HTML und EPUB und was nicht sonst noch alles. Das ist alles so mehr oder weniger eine Soße. Deswegen ist das nur eine Baustelle. Heute hatte ich zufällig noch einen Blogbeitrag. Wer mal lustige InDesign-Rätsel wissen möchte oder ähnliches mehr, findet man auf meinem Blog. Einer hat sich köstlich schon gekieselt vorhin über etwas, was ich da geschrieben habe, aber hat alles Hand und Fuß. Ist wirklich, der Blog ist also mehr InDesign, aber auch barrierefrei. Also keine Angst, ist nicht nur dieses komische barrierefrei. Gut, was sollt ihr heute mitnehmen? Wir machen nur einen groben Überblick als erstes über das Thema, was ist eigentlich ein barrierefreies Dokument? Weil meine Erfahrung ist, bei allem, was ich in der freien Wildlaufbahn sehe, die sagen, jo, ist barrierefrei, gucke ich es mir an und sage, nö, ist nicht. Also was ist überhaupt eigentlich dieses barrierefreie und was ist ein barrierefreies PDF? Dazu gebe ich jetzt so ein paar kleine Folien. Eine Einleitung, dann auch vielleicht noch, was den einen oder anderen interessieren könnte, was macht ihr mit den Auftraggebern, weil die haben häufig so dieses Statement, nö, musst du so machen, egal ob es falsch ist, ist mir egal, das ist manchmal auch sehr schwierig. Und dann natürlich Tipp zum Umgang mit InDesign, sprich wir werden dann am zweiten Teil maßgeblich uns in InDesign bewegen, ich mache ein paar Dokumentchen auf, weil der Rahmen jetzt hier so klein ist, würde ich euch auch bitten, wenn ihr sagt, du hast jetzt hier gerade einen Text, der ist grün, aber mein Text ist rot. Kannst du mir mal zeigen, wie ein roter Text geht? Dann bitte werft das einfach alles rein oder ihr sagt, ich habe schon mal probiert und bei mir war das ein Diagramm, wie gehe ich damit um? Bitte fragt mich, brüllt einfach rein, dafür bin ich da. Ja? Seid nicht schüchtern. Gut, wer es richtig wissen will, weil wie gesagt, das hier kann nur so ein grober Überblick sein, 16.10., ich glaube, Ronny, da hinten liegen noch irgendwelche Zettel oder so, da mache ich auch hier in Hannover so einen Tagesworkshop. Ihr findet mich sonst irgendwie auch in der halben Republik auf irgendwelchen komischen Workshops, da kann man dann auch mal hingehen. Bei dem ist es jetzt aber noch ein bisschen speziell zugeschnitten auf Edo-Nutzer. Also viele andere von den Workshops, die ich mache, sind gerne so eher für Behörden oder ähnliches mehr, da würdet ihr wahrscheinlich als InDesigner so ein bisschen gähnen. Ja, also von daher, das wäre dann eher sowas, wo ihr als InDesigner gut aufgehoben seid. Ja, Bonnie erzählt euch alles andere dazu. Gut, dann, bevor ich anfange, damit ich euch mal ein bisschen einschätzen kann, wer hatte denn schon mal irgendwie was damit zu tun und hat sowas schon mal erstellt oder erstellen lassen mit diesem barrierefreien PDF, ohne zu wissen, was das ist? Finger hoch. Wir sind gerade dabei. Ihr seid gerade dabei. Noch mehr. Ein Finger. Ein halber Finger. Fünf Finger. Oh. Länger her. Okay, dann lasse ich den Rest mal weg. Dann machen wir das später. Also von der Sache her ist aktuell noch ein relativ weit unten angesiedeltes Thema. Ihr werdet aber sehen, wenn ihr jetzt damit anfangt, ihr würdet noch ein Early Adapter sein. Also jemand, der früh mit dem Thema anfängt und später wird es sehr wichtig. Ich zeige euch auch nachher, warum das jetzt schon wichtig ist. Also es wäre nicht verkehrt, jetzt schon damit anzufangen, auch wenn man persönlich vielleicht noch nicht davon betroffen ist und nicht eine Kundenanfrage dazu hat. Viele von meinen Kunden kommen nicht zu mir und sagen, oh, wir müssen noch barrierefrei machen. Ja, und dann heißt es aber, man muss morgen fertig sein. Dann sitzt man da, schüttelt es im Kopf und wie soll das denn gehen? Deswegen kann ich schaden, auf jeden Fall. Wenn ihr das mal habt, egal ob ihr es selber macht, ob ihr das extern habt, ob ihr irgendwas lest, ihr werdet ganz oft lesen, barrierefrei ist mehr oder weniger so eine Art von Hexerei. Also da muss man ganz komische Sachen machen und zusammenfügen, damit das funktioniert und es ist teuer. Also wenn ihr mal anfragt, es gibt so diverse Firmen, wenn ihr googelt, was kostet mich das, dann rufen die da Seitenpreise auf und so, da fällt man teilweise vom Glauben ab. Ich persönlich halte das nicht so, wenn man das richtig angeht, ist das überhaupt nicht teuer. Im Gegenteil, dann kostet es nicht mal was extra, wenn man es richtig macht. Aber das ist dann wieder eine Geschichte, die ich hier gleich nochmal aufgreifen will. Also, falls ihr sowas mal liest, nee, ist nicht der Fall. Man kann das nachher auch ein bisschen ausnutzen. Also, wenn ich eine Behörde als Kunde habe und ich weiß, okay, ich schaffe es in einer Stunde, die anderen machen das in zwei Wochen, muss ich natürlich nicht mal eine Stunde abrechnen. Also, da kann man auch mal ein bisschen elegant, sage ich mal, die Betriebswirtschaft in seine eigene Hand nehmen. Eine provokante These vorab.
Die stelle ich erst vor den Raum, die greife ich ganz am Ende wieder auf. Dokumente, die barrierefrei werden, oder es auch vielleicht schon sind, sind im Regelfall immer die besseren und die billigeren Dokumente. Ja? Nehmt das erstmal als meine These hin, ob das denn funktioniert, werden wir nachher auch sehen. Vielleicht nehmt ihr das auch mal mit in eure Dokumente, die ihr seht, die ihr habt, und guckt euch die mal an, unter gewissen Gesichtspunkten, die ich gleich noch näher erläutern werde. Ja? Kommt nachher wieder, keine Angst. Gut, Begrifflichkeit. Barrierefreiheit, was ist das eigentlich? Das ist ein nicht so gut gelungener deutscher Begriff, um es mal freundlich zu sagen, weil es heißt alles und nichts. Manche, deswegen, falls man irgendwie mal im Kontext ist, manche nennen es auch Barrierearmut. Die meinen genau dasselbe. Die einen sagen, es ist sozusagen arm an Barrieren, ich komme besser rein. Die anderen sagen, es ist frei von Barrieren, ist gedreht wie gewendet. Das allerbeste ist eigentlich der amerikanische Begriff Accessibility, der mehr oder weniger heißt Zugänglichkeit. Geht also prinzipiell einmal darum, ich möchte Zugang zu etwas haben. Der Rollstuhlfahrer möchte Zugang zu einem Gebäude, also nutzt er eine Rampe oder einen Fahrstuhl. Wir möchten einen Zugang haben zu einem digitalen Inhalt, also ist zum Beispiel eine doofe Idee, auf meine Webseite ein großes JPEG zu legen und zu sagen, jo, lest mal bitte alle, was da drauf steht. Google findet euch nicht, ne? Man kann es nur dann wirklich lesen, wenn man auch lesen kann, hat man eine Brille auf, fängt es schon an, schwierig zu werden. Deswegen prinzipiell dieses barrierefreie Thema, egal ob es eine Webseite ist, die barrierefrei ist oder was auch immer, es geht immer zu einem, um einen Zugang zu irgendeiner Art von Inhalt. Gebäude in dem Fall, wenn es was anderes ist. Also das müsst ihr eigentlich nur im Hinterkopf behalten. Dann könnt ihr immer schon, wenn ihr ein Dokument baut, davon ausgehen, okay, wenn ich jetzt alle Texte, die ich in meinem Dokument habe, in Pfade konvertiere, wie sieht es mit der Zugänglichkeit aus? Ne? Frage kann man sich relativ einfach dann beantworten. Gut, warum machen wir was barrierefrei? Die meisten von euch könnten auch dieser Annahme unterliegen. Das ist auch der Klassiker, wir machen barrierefreie Dokumente immer für die Blinden. Ne? Die können nicht sehen, also muss es ihnen vorgelesen werden. Das ist ein Irrglaube, ihr werdet gleich noch sehen, da gibt es noch ganz viele andere Dinge, die dazu treffen. Die Blinden machen von der Zielgruppe nicht mal 1% im Regelfall aus. Also es wird gar nicht in Deutschland erfasst, wie viele Blinde es gibt, weil wir haben eine komische Vergangenheit und deswegen erfasst man sowas nicht mehr. Aber in Deutschland ist es nicht mal ansatzweise eine Million, vielleicht 300.000 schätzen wir so. Und es gibt weitaus mehr, die davon profitieren. Letztendlich ist es auch so, dass Barrierefreiheit nicht nur an sich sozusagen dieser Begriff ist und ich muss danach arbeiten, sondern es hängt auch ganz eng mit dem Begriff Usability zusammen, also ich muss etwas benutzen können. Ein Beispiel ist, wenn man es mal transferiert auf was anderes, kann halt hergehen und sagen, ich habe eine tolle Produktidee, ich baue jetzt eine Schwimmweste. Und der Inhalt meiner Schwimmweste, der wird aus Blei sein. Ja, da habt ihr erfolgreich eine Schwimmweste gebaut, die sieht auch schick aus, lässt sich toll verkaufen. Der Einsatzzweck, vielleicht nicht ganz so toll. Ja? Also auch das wäre so eine gewisse Analogie. Es sollte letztendlich auch funktionieren nachher. Und das ist etwas, wenn ihr euch mal wirklich bewusst verschiedenste Arten von Publikationen anguckt, krankt es extrem oft an der Usability. Ihr seht es vielleicht auch mal, wenn ihr Apps habt oder Webseiten habt. Die Bahn ist ein gutes Beispiel. Die Bahn schickt einen von einem Portal zum nächsten und dann sind die Knöpfe woanders und es ist nicht gut in der Usability. Und wenn man sowas schon als Grundproblem hat, dennoch zu sagen, und jetzt mal es noch zugänglich, das ist meistens der pure Hohn. Dann wollen wir uns erstmal widmen, was ist das Ganze? Ich mache es wirklich very short, damit ihr euch hier nicht langweilt oder sowas. Im Prinzip gibt es eine Riesenmenge an verschiedensten Anforderungen, warum das so ist. Die meisten von euch werden es aufgrund von gesetzlichen Anforderungen machen müssen. Ja, da gibt es halt einfach Landesgesetze, Bundesgesetze, Kommunalgesetze, die sowas regeln. Das ist das, was am meisten treibt. Für mich am meisten interessant bei meinen Projekten sind immer die wirtschaftlichen Aspekte. Ich hatte einen Kunden, oder ich habe immer noch einen Kunden in Bayern, die mussten alle 2 Monate ein Magazin publizieren und hatten dafür 4 Mitarbeiter. Irgendwann Mitarbeiter 1, Mutterschaftsschutz, Mitarbeiter 2, langfristig krank. Und die mussten trotzdem dieses Magazin bauen. Die waren nachher nur noch eine Person, war nachher noch übrig, musste aber den Arbeitsaufwand von 4 machen. Und dann noch zusätzlich das Ganze bitte barrierefrei, was neu reinkam. Er hat natürlich gesagt, hey, wie soll das überhaupt gehen? Funktioniert ja gar nicht. Denn hat das Ganze eigentlich mit dem Thema Barrierefreiheit angefangen, dann hat das Ganze zu einer neuen InDesign-Vorlage geführt und das hat dazu geführt, dass jetzt problemfrei ein Mitarbeiter dieses Magazin alleine bauen kann und es ist zufällig auch noch barrierefrei. Also an ganz vielen Publikationsstellen, wenn man sich das mal genau anguckt, da hängen Prozesse drin, wo man sagt, es ist Mittelalter. Also mit Faxen ist da noch die simpelste Variante. Aber es gibt ganz schlimme Geschichten, was da so getrieben wird. Deswegen ein auf Barrierefreiheit getrimmter Publikationsprozess ist meistens auch immer wesentlich kosteneffizienter, weil man bestimmte Dinge einfach schon mal einplant. Was uns alle treffen wird irgendwann, wir werden wahrscheinlich älter werden. Ich habe eine Brille, der Ronny hat eine Brille, gibt es noch ein paar andere hier. Ne? Und dann wird es irgendwann auch mal schwierig, Dinge zu erkennen. Das heißt, auch von der Usability her, wenn wir uns das Zeitungsbeispiel mal nehmen,
eine Zeitung 1:1 skaliert auf dem Smartphone, liest sich einfach mal ziemlich bescheiden. So, dementsprechend wäre es schön, es größer zu machen. Dann fange ich an zu schieben und zu wischen und ist nicht nett, funktioniert nicht. Und deswegen gibt es aktuell in Arbeit etwas, das heißt Next Gen PDF. Letztes Jahr kam PDF 2.0 raus, also der Nachfolger von dem euch wahrscheinlich bekannten PDF. Das ist jetzt nicht großartig anders. Ja, da ploppt dann kein flinkes Wiesel und dann über den Bildschirm oder so. Das ist wie eh und je normales PDF. Aber es erlaubt auch, dass man in das PDF zum Beispiel ein HTML-Rendering einbaut. Das heißt, man kann sagen, wenn du auf einer bestimmten Displaygröße geöffnet wirst, dann benutze doch nicht bitte diese statische Repräsentation, sondern generiere das Ganze als fluide Webseite beispielsweise. Damit könnte man also relativ problemfrei das von hier nach da packen. Der maßgebliche technische Ansatz dabei ist das, was auch der Ansatz der Barrierefreiheit ist. Also es ist ein und dasselbe. Macht ihr ein barrierefreies Dokument, seid ihr vorbereitet auf genau diese Techniken und auf alles, was da sonst noch hinten dran. Das heißt, auch das ist etwas, was für die Zukunft des Publishings maßgeblich interessant ist, weil, sind wir ehrlich, irgendwie Leuten komplette Bücher immer nur als E-Book zu verkaufen und damit ein PDF zu meinen, was man irgendwie nur auf dem einen bestimmten Gerät lesen kann, ist immer ziemlich, naja, ne? Gut, jetzt für euch noch ein paar Gesetze und Normen, primär zum Gucken und Lesen. Ich möchte euch nur eine Sache mitgeben, die relativ wichtig ist, falls ihr mit Auftraggeber zu tun habt. Alles, was ihr an offiziellen Behörden habt oder irgendwie sowas, die berufen sich auf zwei Dinge, und zwar die WCAG, das sind die Web Content Accessibility Guidelines, die sind vom W3C, also diesem großen Webkonsortium. Und in Deutschland, weil man ja alles immer ein bisschen anders macht, hat man das Ding einmal durch den Wolf gedreht und nennt es BETV. Ist fast dasselbe in grün, aber es gibt natürlich Unterschiede hier und da. Und diese Dinge stellen allmögliche Anforderungen. Die hat es auch mit allen anderen Anforderungen in Barrierefreiheit gemein. Jedoch sind in beiden Dinge drin, die eine barrierefreie PDF-Datei teilweise extrem kompliziert machen. Zum Beispiel verbietet die BETV das Benutzen von Abkürzungen. So, jetzt stellt euch vor, Kunde liefert euch einen Text, ihr baut ihn ins Magazin ein, dann heißt es, ach, übrigens noch barrierefrei machen. Da steht aber diese Abkürzung drin. Die dürft ihr aber nicht benutzen. Und noch schlimmer wird es jetzt, wenn beispielsweise, ich habe ganz oft mit Behörden zu tun, dann haben die sowas wie Leitfaden barrierefreies Bauen. Ja, Baudeutsch steht da drin. Schreibt das mal so um, dass das ohne Abkürzung auskommt. Könnt ihr total knicken und vergessen. Und das führt halt auch dazu, dass sich keine Sau darum so richtig kümmert und alle sagen, ach, ist nicht so wichtig. Deswegen, das wird auch hier in der Praxis nochmal wichtig, ich bin ein Verfechter von PDF-UA. PDF-UA ist wie PDF-X, ein Substandard des PDF-Standards an sich. In PDF-X ist halt beispielsweise geregelt, welche Farbräume sind erlaubt, sind Transparenzen erlaubt, ähnliches mehr. In PDF-UA ist beispielsweise eben auch definiert, was muss ein barrierefreies Dokument enthalten, damit das funktioniert. Der Vorteil in meinen Augen von PDF-UA ist, ihr müsst euch nicht darum kümmern. Ihr könnt einfach sagen, das ist eine Datei, die gebe ich aus. Es ist mir egal, ob da eine Abkürzung drin ist oder was auch immer. Es funktioniert. Immer mehr Behörden gehen zwar inzwischen langsam dazu über, kurz mal nachzufragen, was denn ist, aber ihr werdet fast nie damit konfrontiert sein und immer damit. Und wenn ihr Auftragnehmer seid und ihr schreibt ins Angebot rein, ich mache für dich barrierefrei nach deinen Vorgaben, niemals tun, dann kommt ihr nämlich in diese Falle, dass sie sagen, aber hier steht doch das und das drin. Und dann steht dir da und sagt, ja, kann ich aber nicht ändern. Ja, du musst aber. Aber geht doch nicht. Geht gar nicht. Ich kann den Text nicht umschreiben. Nee, muss jetzt trotzdem. Das sind halt so Sachen, die funktionieren einfach nicht. Deswegen schreibe ich in alle meine Angebote rein, du kriegst von mir ein PDF-UA-konformes Dokument. Das kannst du aufmachen, dann kannst du einen Knopf drücken, dann sagt er, grüner Haken. Beides andere gibt es zum Beispiel für diese Dinge nicht. Da gibt es kein Programm, wo man sagen kann, prüfen, fertig. Das ist auch noch so ein Vorteil. Dann, für wen ist das Ganze? Ich habe schon gesagt, die Blinden sind nur ein ganz kleiner Teil. Es gibt extrem viele unterschiedliche Anforderungen sozusagen, die da reinspielen. Schätzt mal, Analphabeten, wie viel gibt es in Deutschland? 10%. 10%? Ist gar nicht verkehrt. Also ungefähr roundabout 10%. Man unterscheidet auch zwischen denen, die gar nichts können, denen die Teilschwierigkeiten haben. Roundabout 10%. Wenn man das jetzt mal so überlegt, so meine PDF-Dokumente in der Welt und 10% der Nutzer, das ist so ein Stück außen vor, ist schon heftig. Wenn man alles zusammenrechnet, ja, also da kommt dann auch so eine Brille rein, also nicht so meine leichte, sondern etwas stärkere, kommt man so ungefähr auf 30% der Leute, die sozusagen irgendeinen Vorteil daraus ziehen können. Teilweise ziehen sie es auch nicht, weil sie es nicht wissen, aber letztendlich 30% der kompletten Bevölkerung in Europa sind ungefähr von irgendwelchen Arten von Einschränkungen betroffen. Es gibt auch Sonderfälle und die machen euch das Leben extrem schwierig. Beispielsweise gibt es halt sowas wie eine Gehörlosigkeit. Wenn jemand gehörlos geboren wurde, dann lernt er Deutsch im Regelfall nicht als seine Muttersprache, sondern das ist die Zeichensprache und dann lernt er es als zweite Sprache.
Das führt zu einer veränderten Grammatik, zu einem veränderten Wortschatz. Ergo braucht er eine andere Art von Texten, damit er es versteht. Ich habe früher, als ich noch jung war und Zivildienst gemacht habe, hatte ich mit Taubblinden zu tun. Ja, die hören dich nicht, die sprechen nicht mit dir und die können auch nicht sehen. So, und die haben eine Zeichensprache per Hand. Und wenn man dem halt, das war so mein Fauxpas, ich begann, der hat mich gefragt, was hast du denn gestern Abend gemacht? Ich habe gesagt, ja, ich war auf einem Konzert bei einer Band. Was für ein Band? War denn die Frage, ne? Band, Band, ja, was ist das eigentlich? Also da gibt es allmögliche Geschichten. Und das führt aber auch dazu, dass ihr in einem Dokument sowas gar nicht abhandeln könnt. Ihr könnt nicht einen normalen Text schreiben, für alle Leute, und einen angepassten Text für andere Menschen. Findet ihr bei Bundesbehörden, wenn ihr oben in die Ecke geht, da gibt es immer einen Knopf, einfache oder leichte Sprache. Wenn ihr da draufklickt, das sind Zusätze mit maximal 8 Worten. Die klingen ein bisschen komisch, aber die verstehen das zum Beispiel besser. So, dann kommt noch eine ganz fiese Geschichte hinzu, falls ihr damit mal zu tun habt. Ja, na klar. Ist das dann in einem PDF mit drin? Nein. Also der zweite, oder ist das einmal Content? Also das ist wirklich, PDF. Also man muss einen redaktionell anderen Content aufbereiten. Also hier, bei dieser Geschichte fast alles, setzt halt immer voraus, also wenn ich eine Sehbehinderung habe, nutzt natürlich größere Schrift, ne? Aber wenn ich jetzt wirklich eine inhaltliche Anforderung habe, sowas auch wie keine Abkürzung verwenden, das ist eine redaktionelle Frage. Also bei fast allen Dingen gibt es ja immer zwei Dokumente. Genau, die unterschiedlichen Bedürfnisse. Fragt ihr 10 Blinde, ist das PDF barrierefrei? Kriegt ihr 12 Meinungen zurück? Nee, ist es nicht. Doch ein bisschen, hier ist ein Fehler. Das liegt daran, dass jeder persönliche Erfahrung hat, persönliche Vorlieben hat, wie man Dinge benutzt, welche Software man beispielsweise einsetzt. Daran liegt es dann beispielsweise auch. Und Leute haben natürlich auch einfach mal so einen gewissen Erfahrungsschatz manchmal gesammelt. Und bei PDF ist es gerade so, dass die bis dato eigentlich immer ganz schlecht sind. Deswegen hat sich jeder irgendwie so einen eigenen Workaround zusammengetüftelt, wie er so ein Dokument benutzt. Wenn auf einmal jetzt ein gutes, richtiges Dokument kommt und er trotzdem mal versucht, das zu überlisten, dann kommt halt Müll bei raus. Deswegen ist es auch zum Beispiel eine der Geschichten, die oft immer noch gemacht wird. Man lässt Blinde zum Beispiel barrierefreie Dokumente testen. Theoretisch vom Ansatz her eine gute Idee, aber kann der Blinde zum Beispiel gucken, ob jemand, der ein geschädigtes Kontrastsehen hat, das Ganze richtig wahrnehmen kann. Kann er nicht, er sieht ja nichts. Ne? Genauso gibt es auch ganz andere Dinge, warum das halt alles nicht funktioniert. Deswegen, falls ihr irgendwie mal ein Feedback bekommt von irgendwen, bitte immer reflektieren, was die Leute sagen. Die liegen oft leider nicht richtig und hängen manchmal auch lange, lange dem Wissensschatz hinterher. Blinde beispielsweise kriegen halt Blindenhilfe, das inkludiert halt auch Gerätschaften, Software, Hardware etc. pp. Und naja, Geld liegt da ja nicht gerade auf der Straße, deswegen ist es manchmal so, dass sie sagen, so 10 Jahre sind um, jetzt darfst du eine neue Software kaufen. Wer von euch benutzt so eine Software, die 10 Jahre alt ist? Ne? Also das bringt so einige Probleme mit sich. Gut, jetzt, wann ist ein PDF barrierefrei? Da zeige ich euch gleich noch ein paar Dinge. Im Prinzip, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, ihr müsst eigentlich nur an Zugänglichkeit denken. Und am einfachsten ist es, wenn man eine normale Webseite aufmacht. Ich habe jetzt hier mal so eine Bundeswebseite aufgemacht. Wenn ihr die zusammenschiebt, seht ihr auch, das Ganze verändert sich. Das würde beim PDF nicht passieren. Aber hier seht ihr zum Beispiel das, was jetzt nebeneinander steht, das steht auf einmal übereinander. Das heißt, jemand, der sich das größer machen möchte auf einem ganz normalen Desktop, der würde halt einfach die vom Autor gewollte Reihenfolge anders kombiniert und dargestellt sehen. Bis hin zu der Geschichte, dass es hier einmal die visuelle Darstellung gibt. Also ich habe jetzt hier so einen Betolton, hier oben ist es weiß. Aber letztendlich hängt da ja nur normaler Inhalt hinter. Und das, wenn ihr mal beispielsweise einfach hergeht mit einer normalen Webseite, die CSS-Darstellung ausschaltet, alles was Design ist, dann kriegt ihr genau sowas raus, nämlich den puren Inhalt. Und das ist das, worum es im Prinzip eigentlich auch beim PDF-Dokument geht. Bloß da ist halt dummerweise so, dass wenn ich ein PDF skaliere, passiert halt nichts. Ja, das ist so ein bisschen der Stolperstein. Von der Sache her, falls ihr das angeht, das ist auch noch eine wichtige Geschichte, das muss man immer vorweg sagen. Wenn ihr so ein Dokument anlegt, muss jeder einen möglichst gleichwertigen Zugang zu den Inhalten bekommen, egal auf welchem Wege. Das heißt, baut niemals ein PDF nur für Blinde, nur für Gehörlose, nur für Sehgeschädigte etc. pp. Ihr werdet, wenn ihr mal googelt, schnell darauf stoßen, dass viele Blindenverbände irgendwann mal angefangen haben, so ein bisschen Lobbyarbeit zu betreiben. Und die schreiben eine Anforderung rein, da zieht es einem die Schuhe aus. Die schreiben zum Beispiel rein, dass bestimmte Dinge immer speziell für Blinde gemacht werden müssen. Da hat aber kein anderer Mensch was von. Wenn jetzt jeder Lobbyverband seinen Willen da durchdrückt, kommt irgendwann was raus, was keiner mehr benutzen kann. Das will man auch nicht. Ja? Und gleichwertig bedeutet halt auch in jedem Fall, wenn ich einen beschissenen Inhalt habe, der schlichtweg nicht konsumierbar ist, weil er ganz beschissen geschrieben ist, dann gebe ich den bitte auch 1:1 so weiter. Das ist letztendlich eine Sache des Autors. Der schreibt den Text. Ich, als jemand, der das Dokument barrierefrei hat, bin nicht in der Aufgabe zu sagen, ich schreibe deinen Text jetzt um, damit er besser verständlich ist. Auf keinen Fall bitte. So, wenn ihr ein PDF-Dokument habt,
denkt wieder an die Webseite zurück. Ich habe jetzt mal einfach nur ein Beispiel. Ihr braucht einfach eine definierte Lesereihenfolge. Bei einem Kriminalroman ist das einfachste Beispiel, im Regelfall steht immer hinten, wer der Mörder ist, nicht vorne. Ihr könntet aber auch mit Mutwillen sagen, bitte erst vorlesen, wer der Mörder ist und dann den Rest. Macht aber im Regelfall keinen Sinn. Im Normalfall ist es relativ einfach. Das ist jetzt auch schon etwas, was ein bisschen komplizierter ist, weil hier ist die Anforderung, hier oben ist es einspaltig, dann wechselt es auf eine Zweispaltigkeit. Und dann gibt es so goldene Fragen und die sind auch gar nicht so trivial. Wann lese ich denn diese Grafik vor und die entsprechende Beschriftung? Weil hier bin ich mitten im Satz bei diesem Seitenwechsel. Soll ich jetzt sagen, ich bin mitten im Satz und wechsle auf einmal in die Grafik? Irgendwo muss das Ding aber hin. Und das ist auch eine redaktionelle Entscheidung. Und die solltet ihr, wenn es geht, die Medien aufs Auge drücken, der das Ganze erstellt hat. Und das ist manchmal nicht gewünscht, deswegen müsst ihr irgendwann Ratekönige werden. Ist leider so. So, ich zeige euch jetzt mal ein paar Beispiele von barrierefreien Dokumenten. Und zwar, ich zeige jetzt mal einfach, weil es am schnellsten geht, zeige ich mal meine eigene Folie hier. Und zwar, das sind meine normalen Folien, erstellt in InDesign, traut er mir wahrscheinlich zu. Und es gibt einmal die Möglichkeit, wenn ihr hier mal an die Seite ranguckt, setze mich mal hin, verdecke ich hier auch keinen Beamer. Nicht, dass mein Mikrofon hier fliegt oder so. So, und hier an der Seite, falls ihr es schon mal gesehen habt, hier gibt es diese Tags. Das ist das, was Acrobat einem anzeigt. Und das ist das, was die Reihenfolge definiert, die ich eben gezeigt habe. Also irgendwer ist hergegangen und hat gesagt, das und das ist die Reihenfolge. Und dann zusätzlich noch gibt es halt Erweiterungen. Zum Beispiel sagt er mir hier, zähle ich später nochmal, das ist eine Überschrift. Also auch da muss ich nochmal hingehen und sagen, das ist eine Überschrift, das ist keine Überschrift. Dieser Strukturbaum hier in Acrobat ist leider nach meinem Dafürhalten wenig tauglich. Also er hat immerhin jetzt, nach 20 Jahren kann man auch einen Schritt zurück machen. Früher war das so, wenn ich da eine Sache drin gemacht habe und habe eine halbe Stunde später gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht, bitte von vorne anfangen. Also das war nicht sehr schön gewesen. Und ich nutze, kann ich euch empfehlen, es gibt eine Software von der Firma Colors. Und diese Software, das sieht man hier oben auch, die heißt Colors PDF Go HTML. Die ist kostenlos verfügbar, funktioniert aber nur in der Pro-Version, weil Adobe da eine Sache nicht freigeschaltet hat. Die sorgt dafür, dass dieser Baum, den ich gerade gezeigt hatte, einfach mal visualisiert wird. Für euch in Form einer Webseite. Das heißt, wenn ich den Knopf jetzt mal einmal drücke, gibt es beim ersten Mal so ein freundliches Hallo, hier bin ich. Und dann rendert er sozusagen aus dem Baum, den ich gerade gesehen habe, dynamisch eine Webseite. Das ist jetzt genau der Inhalt meiner Folie. Ich wechsle mal in diese sogenannte Strukturansicht, damit ihr es mal seht. Also ich sehe jetzt hier, wie ist meine Reihenfolge. Wie gesagt, ich habe jetzt eine ellenlange scrollbare Webseite von meinen ganzen Folien. Gesundheit. Und dann sehe ich aber noch Besonderheiten, wie zum Beispiel, das ist hier P, normaler Absatz. H1 ist eine Hauptüberschrift, hier habe ich eine Liste. Und hier sehe ich beispielsweise, ah, guck mal, hier sind Links hinterlegt. Ja, also wenn ihr mein Dokument sozusagen öffnet, dann wird das auch ein echter Link sein. Da steht nicht nur www.einmannkombo.de, sondern es ist ein echter Link. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen weitergehe, ich habe ja auch noch bunte Bilder drin, dann ist es zum Beispiel auch so, für bunte Bilder habe ich auch einen Alternativtext. Das heißt, wenn ich blind beispielsweise bin oder stark seheingeschränkt, kann ich mir vorlesen lassen, was ist denn da eigentlich drauf. Das ist die Idee dahinter. Ja? Die Leute kriegen letztendlich eine lange Webseite, wo alles, was relevant drin ist, einfach vorkommt. Kann ich den Text für die Bildunterschrift da gleich eintragen? Nee, das ist nur ein Tool zur Anzeige, was drin ist. Okay, kann ich nicht das Eintragen, das machen wir dann nachher in InDesign. Keine Angst. So, jetzt zeige ich euch mal ein Dokument, wo es nicht ganz so gut gelungen ist. Ihr könnt ja selber mal sehen. Und zwar, ich nehme mal das. Das ist ein offizielles Dokument. Ne? Also dieses offizielle Dokument ist eigentlich ein sechsseitiger Klappflyer. Das ist hier sozusagen die Titelseite. Den klappt man dann per, ich weiß gar nicht, wie es offiziell ist, Zickzack oder Wickelfalz zusammen. Und die haben sich sogar die Mühe gemacht und haben jetzt hier drüben sogar noch ein Lesezeichen angebaut. Dann kann ich da hinspringen. Jetzt mache ich dasselbe Spiel nochmal. Ne? Guck mir mal einfach an, was da jetzt eingebaut wurde. Und da kommt das bei raus. So, und wenn man sich das, ich fasse es jetzt mal ein bisschen zusammen, sonst mache ich mal ein bisschen. Es fehlt beispielsweise komplett die Schrift. Das, was auf der Titelseite drauf ist, ist nicht da. Es sind hier lauter lustige Logos vorhanden und einmal das Titelbild, das ist aber letztendlich nur der Hintergrund hier. Das, was auf der Titelseite steht, ist nicht da, wird mir niemals ausgegeben. Das ist irgendwie nicht das, was ein guter Zugang zum Inhalt wäre. Wenn man mal weiter scrollt, sieht man auch noch andere Sachen. Das Dokument hat zum Beispiel keinerlei Überschriften. Das wäre so, als würde ich euch eine Tageszeitung in die Hand geben, würde sagen, es ist alles in derselben Schriftart und Schriftgröße geschrieben. Lest. Würde ich auch sagen, es ist doch total bescheuert, was soll denn das? Findet ja nie was wieder. Und das Ganze hatte noch ein paar andere Problemchen, also zum Beispiel hier irgendwelche Web-URLs sind halt nicht klickbar, es ist nur reiner Text. Das Bild beispielsweise hier unten, das gehört eigentlich da oben hin. Das sieht man auch, wenn man wieder zurückwechselt auf diesen Flyer hier. Ne? Sie erzählt halt das. Wäre halt cool, wenn das Bild von ihr auch dazu gehört, zu dem, was sie eigentlich gesagt hat.
Das ungefähr ist das, was man erwarten muss leider, wenn man sich offiziell barrierefreie PDF-Dokumente von Behörden anguckt. Es gibt auch gute. Die Ministerien haben ja Vorgabe, dass es barrierefrei sein muss. Ja, und? Also es gibt auch sehr gute Dokumente, das ist nicht die Frage. Also gerade bei so größeren Publikationen, diesem Leitfaden barrierefreies Bauen, da durfte ich mir auch dran abmühen und abarbeiten. Der ist immerhin sehr gut, wenn auch nicht vollständig barrierefrei. Aber das ist ungefähr so das Mittelmaß von dem, was man aktuell leider bekommt. Variiert auch nach Ministerien auch. Hast du da Erfahrungswerte? Wie ist das eigentlich bei den Behörden, gerade bei den Bundesministerien? Haben die eigene Abteilung oder leihen die das auch zu Agenturen aus? Das ist halt immer projektbedingt. Also wenn die ausschreiben, irgendwer muss den Leitfaden barrierefreies Bauen setzen beispielsweise, dann suchen sie eine Agentur, mit der Agentur machen sie einen Vertrag und dann geht das so durch. Sie prüfen im Regelfall aber nie, was zurückkommt. Also extrem selten. Das heißt, das wird auch irgendein Zulieferer gemacht haben, ja. Wer auch immer? Genau. Und das wurde abgenommen. Nicht geprüft worden. Nein. Steht doch da sogar. Das ist ein Layout. Echt? Steht? Oh, das ist. Grafischer Bereich? Ja, keine Ahnung. Naja, also gut. Auf jeden Fall, es ist State of the Art, dass das oft nicht sehr gut und nicht sauber gemacht wird. Und es mangelt halt gerade den Behörden auch die Kompetenz überhaupt zu wissen, was ist denn eigentlich barrierefrei. Die haben zum Beispiel intern auch noch Vorgaben, die sind grausig. Ich kenne die, das hat irgendwer mal vor 20 Jahren aufgeschrieben. Seitdem gibt es Copy and Paste und der Müll wird mitkopiert. Ist halt so. Ja? Ihr solltet ja nur mal sehen, ne, das gibt es in der freien Welt. Und man kann relativ schnell dahinter gucken, so, ja, ist das denn gut oder ist das nicht so gut? Und man kann auch meistens sehen, okay, das stimmt nicht mit dem überein, was das Dokument eigentlich aussagt. Also kann es nicht zugänglich und damit nicht barrierefrei sein. Gibt noch mehr Sachen, keine Angst. So, die nächste Sache, jetzt bin ich wieder anders gelandet. Hier, haha, ich wieder. Wir waren irgendwo anders schon, ne? Ihr sagt Stopp. Ah, ne, da waren wir noch nicht. Ah, hier waren wir. Mythen, genau. Mythen ist nämlich das, was in diesen Ausschreibungen noch ganz dolle drin ist. Lest nichts im Internet. Das ist der einzige Tipp, den ich euch geben darf. Da steht so viel Müll drin. Wenn ihr googelt nach PDF barrierefrei machen, sind irgendwie die ersten, glaube ich, 4, 5 Treffer, sind Acrobat-Handbuch, automatisch taggen, alles per Hand machen. Könnt ihr euch auch die Kugel geben. Ne? Also das ist alles nochmal manuell nachbauen. Macht keinen Sinn. Ihr findet auch zu vielen Dingen extrem viele Meinungen. Teilweise wirklich definitiv falsch. Teilweise, wo ich sage, ja, gibt es vielleicht leichte Argumente dafür, aber würde ich niemals unterschreiben. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen euch, wenn ihr ein richtig korrektes Dokument habt, was barrierefrei ist, nö, ist nicht barrierefrei. Also es gibt die komplette Facette. Und es ist extrem schwierig, wenn man anfängt, das Gute von dem Schlechten zu unterscheiden, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ihr müsst da am Anfang so ein bisschen durch. Es gibt, wenn ich fleißig bin, Mitte des Jahres ein Buch dazu, da steht alles drin, aber noch nicht fertig. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch zeigen muss, weil das wird euch höchstwahrscheinlich treffen. Und zwar gibt es in Acrobat den sogenannten Umfließen-Modus. Und der wird oft gefordert, hat aber de facto nur sehr bedingt was mit Barrierefreiheit zu tun. Und zwar ist das eine Sache, die eigentlich total toll ist. Ihr habt ein Dokument, ich kann das jetzt, wenn ich skaliere sozusagen, ich habe halt, also ich mache es jetzt mal einfach, ne? Ich habe jetzt irgendwann das Problem, dass ich hin und her wischen muss. Das ist das, was ja der Vorteil und der Nachteil von PDF ist. Und wenn ich jetzt mal mein Tool benutze, aus meinem korrekten PDF mir das generiere, dann kriege ich auch genau das raus, was ich haben will. Ne? Das ist das Haus vom Nikolaus und dann kommt sogar noch das Nikolaushaus unten dran. Alles schick, so soll es sein. Und das ist aber das, was sozusagen der Inhalt der barrierefreien Datei ist, wie es über auch die PDF-Norm sozusagen abgedeckt ist. Also das steht direkt im PDF-Ständer drin, dass man es so machen kann. Und jetzt haben wir aber leider ein Problem, weil Acrobat meint, wir sind viel klüger als die Welt und bauen etwas anderes ein. Das ist der sogenannte Umfließen-Modus, findet man hier unter Zoom, dann unter Umfließen, was das auch immer für ein Zoom sein soll. Und der sieht im ersten Augenblick nämlich sehr interessant aus, weil der macht genau das, was wir haben wollen. Er rendert mir eine dynamisch skalierbare Datei davon. Ja? Also ich kann jetzt hergehen, kann ganz normal Command minus, Command plus, kann ich wirklich die Elemente vergrößern und verkleinern, klingt erstmal wunderbar. Ich habe ein grundlegendes Problem, wie ihr jetzt schon sehen könnt, die Reihenfolge stimmt nicht. Das heißt, das, was eigentlich das barrierefreie PDF ist, hat mit dem nichts zu tun. Kriegt man teilweise sogar noch hin. Ist ein bisschen Fummel- und Mogelarbeit, aber es geht. Jetzt gibt es auch noch ein kleineres Problem. Auf dem Bild hatte ich mal vermessenerweise meine Bildunterschrift in weißer Schrift draufgesetzt. Ja, wo ist die denn hier? Sie ist noch da, aber ihr müsst sie suchen. Da kann man nochmal alles markieren und kann sich dann durchscrollen, dann findet man es. Weißer Text verschwindet standardmäßig. Das ist jetzt hier unten sozusagen. Da steht mein weißer Text. Auch irgendwie doof. Der Umfließen-Modus hilft letztendlich nur Leuten mit einer starken Seheinschränkung, aber er ist auch mit extrem vielen Nachteilen versehen. Und er bietet nur einem sehr kleinen Prozentsatz von Betroffenen eine Lösung. Ist aber komplett unabhängig in der Erstellung, was den Arbeitsablauf geht, wie das, was ich vorher gezeigt habe. Deswegen, ich versuche es jedem Kunden auszureden.
Und wenn ein Kunde darauf beharrt und besteht, sage ich, dann such den anderen Dienstleister. Also ich mache das nicht. Es ist wirklich brutale Strafarbeit. Letztendlich ist es Schimpansenarbeit. Man sitzt dann da und abgemacht, macht diesen hier. Persönliche Geschmacksfrage. Ich mache mal wieder eine normale Ansicht hier. Ihr müsst euch durchdrücken. Bitte tut mir einen Gefallen, seid auf meiner Seite und macht mit. Dann bin ich nicht der Einzige. Gut, Prinzipien und Techniken. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich wieder meinen Vollbildmodus hier kriege. Will er gerade nicht. Warum will er die nicht? Ah. Na. Ich kenne immer bloß meine Shortcuts. Was mache ich, wenn der Shortcut nicht geht? Machen wir einfach so weiter hier. Warte mal. Ich glaube jetzt. Er will nicht. Ronny hat meinen Rechner, den doch nicht. Ha. So. Damit ihr versteht. Lasst mich nie an eurem Rechner. Damit ihr versteht, worum es eigentlich geht, also was ihr letztendlich grundsätzlich beachten müsst, gibt es sogenannte Prinzipien und Techniken. Das ist auch teilweise schon das, was ich gezeigt habe. Und letztendlich 3,5 Dinge, auf die ihr achten müsst. Semantik, Struktur, alternativer Text und Kontrast. Kontrast ist der, den man, also ich lasse den immer weg. Das ist nicht meine Aufgabe. Es gibt erstmal grundlegend eine ganz simple Geschichte. Wenn ihr euch einen Text anguckt, das ist total simpel, aber ihr müsst es einmal gemacht haben. Guckt euch diesen Text an, was ist das? Ja? Ihr habt jetzt gerade mal irgendwie 8 Dioptrien und die Brille zu Hause vergessen. Was steht da? Könnt ihr raten? Blau und schwarz. Blau und schwarz, sehr gut. Du hast schon mal blau und schwarz erkannt. Ne? Das heißt, du kannst auf jeden Fall schon mal Farben unterscheiden. Das ist schon mal sehr gut. Kann auch nicht jeder. Also ihr könnt so schemenhaft ein bisschen was wahrnehmen. Ja? Und jetzt könnte man hergehen und könnte sagen, okay, machen wir ein barrierefreies PDF raus oder kopieren uns den Text irgendwie raus und zoomen den groß. Dann könnte es sowas geben. Ihr seht schon, das Blaue ist nicht mehr da. Also ich habe jetzt einfach den Text copy and paste woanders hin, fertig. Sprich, alles, was noch maximal vielleicht so an Informationen, was so die Navigation oder irgendwas angeht, ist weg. De facto wollen wir aber zu sowas kommen. Und der Designer hat eine bewusste Entscheidung getroffen, wenn er gesagt hat, das da oben ist blau, fett und größer. Warum? Weil es irgendwie was Wichtigeres ist. In dem Fall ist es eine Überschrift. Und der hat eine bewusste Entscheidung getroffen zu sagen, das ist eine Liste, deswegen habe ich da 3 Listenpunkte. Damit wisst ihr schon, was Semantik ist. Der Designer macht das ständig und die ganze Zeit. Wenn der Designer eine Tabelle haben will, also wir gehen vom normalen Designer aus, dann nimmt er das Tabellenwerkzeug und zieht eine Tabelle auf. Gibt auch andere Menschen, die sagen, Linie 1, Linie 2, gibt's. Ja, aber letztendlich, ihr entscheidet euch bewusst für eine Tabelle. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die entscheiden sich bewusst für eine Tabelle, wo keine Tabelle hingehört. Standardfall Word, Titelseite gestalten. Word hat einen Textfluss. Scheiße, funktioniert nicht. Ja, Tabelle, oben rechts das Logo rein, da unten kommt das. Kommt halt auch als Tabelle raus. Muss man sich der Tatsache einfach bewusst sein. Ne? Gibt auch wieder Tabeltext. Aber im Prinzip, alles, was man an Designleistung schon reinbringt, ist letztendlich Semantik. Man macht es ja mit Absicht. Und der Layouter muss das eine tun, aber der Redakteur das andere. Und das fällt ihm manchmal ganz schwer. Wenn ich jetzt hier Minus Enter sage, was kommt denn raus? Minus Enter kommt natürlich raus. Das heißt dann also nicht mehr Wort-Zwischenraum-Trennung, sondern heißt Wort-Zwischenraum minus Trennung. Sollte nicht so sein. Also bitte korrekt trennen, ist eine ganz simple Geschichte. Und nur weil beispielsweise ein Text fett ist, heißt das noch lange nicht, dass er eine Überschrift ist. Ja, das muss ich mir jetzt noch beibringen. Und das hier unten zum Beispiel, was ist das? Was habe ich rechts, was habe ich links? Was ist das? Telefon. Was ist das? Telefon. Oh, ein Telefon. Wenn ich mir das jetzt ausgeben lasse, dann kommt nicht zweimal Telefon raus. Sondern das hier beispielsweise ist die Wingdings. Gehe ich in die Glyphenpalette, sah Telefon einfügen. Was liest er mir vor? Ich glaube Groß N oder sowas. Da hat nämlich jemand bei der Schriftart einfach gesagt, drücke Groß N, platziere Telefon. Es ist ja nirgendwo gesetzlich verankert, dass wenn ich die Taste N drücke, da auch ein N erscheint. Sondern der Font-Designer hat gesagt, hier ist Position N, ich male ein N rein. Kam der Nächste, hat gesagt, nö, ich male ein Telefon rein. Wird aber trotzdem halt ein N ausgegeben, weil es auf der Position sitzt. Das beispielsweise wäre eine Schriftart, wo ich auch N drücke. Ich glaube, L ist da oder so, da drücke ich auch einen Buchstaben und kommt dieser Telefonhörer raus. Aber er liest mir korrekt vor, dass es in dem Fall ein Black Telefon ist. Ja, also auch für Symbolfonts muss man darauf achten, dass die barrierefrei sind. Da scheinen unheimlich viele Projekte scheitern daran, weil Leute halt die Hälfte der Inhalte mit Wingdings oder sowas gebaut haben. Schlimm. Falls ihr sowas nutzen müsst, ich empfehle die Noto. Noto ist von Google ein super weit ausgebauter Font. Da ist extrem viel drin. Aber niemals Wingdings und Webdings. Die sind böse tendenziell. Also in InDesign wirst du sagen, gucke an, welche Schriftarten, ja, wenn du es hast. In Acrobat kannst du auch sagen, Eigenschaften vom Dokument, Schriften, dann siehst du schon.
und so weiter, oder irgendwie Webdings, Wingdings hieß, ist blöd. Oder Variante B, wenn ich dieses Dokument jetzt mit PDF Go HTML mir zum Beispiel anzeigen lasse, dann würde an der Stelle eben kein Telefon erscheinen, sondern schwarzer Kasten, Fragezeichen oder halt ein N. Aber wenn ich jetzt selber ein Dokument erstelle? Ja, und du kannst, das zeige ich nachher in InDesign nochmal, du kannst es in InDesign rausfinden, ob das funktioniert oder nicht. Dass ich gucken kann, welche Schrift wird richtig ausgegeben, wenn ich jetzt... Das musst du probieren. Also letztendlich gehst du in der Glyphenpalette auf den Buchstaben, wartest eine Sekunde, dann kommt so ein kleines gelbes Pop-up-Fenster. Ja. Und wenn da Müll drin steht, dann nicht benutzen. Also dann steht entweder was Falsches drin, also sowas wie ein End oder so, oder steht sowas wie Private Use Area. Das nimmst du nicht. Wenn da aber ein schwarzes Telefon ist, du gehst rüber, dann steht Black Telephone, super, benutzt. Gut, das Konzept dahinter, damit das Ganze auch funktioniert, der Reihenfolge und der Semantik, das ist letztendlich das, was ich eben schon gezeigt hatte, also diese Tagging-Palette in Arcobot symbolisiert uns das. In InDesign funktioniert es relativ simpel, ich habe ein Absatzformat, diesem Absatzformat definiere ich, was es denn ist. Also beispielsweise eine Überschrift. Das heißt aber auch, dass das Absatzformat immer eine Überschrift ist. Ja, das zeige ich nachher nochmal InDesign. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, Absatzformat brauche ich nicht in meinem Dokument. Dann wird das sehr schwierig. Ja? Sportlich bis schwierig. Und diese definieren, wie gesagt, einmal so diese Reihenfolge und einmal die Bedeutung. Für euch schon mal vorab als Information, es gibt einen reservierten Vorrat, aber ihr müsst den nicht benutzen. Das zeige ich nachher nochmal in InDesign. Es gibt für alles Mögliche was. Ihr müsst letztendlich in InDesign nachher, das ist fast alle anderen Programme identisch, also auch wenn ihr aus Word sowas ausgibt, ihr müsst letztendlich nur manuell definieren, was eine Überschrift ist und welche Ebene sie hat, ob es eine Hauptüberschrift ist oder eine geringerwertige Überschrift. Das ist das, was ihr machen müsst, sonst wird standardmäßig alles zum Absatz, beziehungsweise wenn ihr eine Tabelle habt, machen alle Programme eine Tabelle raus, habt ihr eine Listenfunktion benutzt, machen die automatisch eine Liste draus. Also ihr bewusst müsst ihr wirklich nur sagen, du bist eine Liste, du nicht. Du bist eine Überschrift, du nicht. Das war's. Relativ easy. Im Prinzip, falls ihr euch noch nichts drunter vorstellen könnt, das ist ein bisschen wie in HTML. Ja, da habt ihr auch, das ist Hauptüberschrift, das ist Fließtext. Die Notation ist sehr ähnlich, nicht identisch. Also es gibt Dinge, die gehen in HTML, aber nicht in PDF, andersrum genauso. Und was ich euch empfehlen kann, gerade am Anfang, ich habe es hier mal so gemacht, die Bibliothek ist, diese Icons, die ich hier habe, das ist eine Bibliothek, die gebe ich euch da auch im Anschluss zum Download. Eine kleine Bibliothek, die könnt ihr einfach nehmen, auf die Seite ziehen und damit euch einen Überblick verschaffen, was was ist. Also das ist eine Hauptüberschrift, das ist ein Text, das ist ein Bild, das ist beispielsweise ein Zitat. Könnt ihr gerne benutzen, wenn ihr wollt. Aber am Anfang, macht das ruhig, malt das auf. Du bist eine Überschrift, du bist eine Liste, das hilft extrem. Dann kommen wir noch zur Reihenfolge, die ist im Regelfall total einfach. Aber manchmal, wenn man es jetzt mal richtig anguckt, wird es schwierig. Wie ist hier unten die richtige Reihenfolge? manchmal stößt man erst drauf, wenn man sich mit beschäftigt. Deswegen, es ist nicht immer ganz trivial, wie das Ganze sein soll. Im Prinzip ist es aber auch sehr simpel. Aber es hat auch gegebenenfalls Auswirkungen aufs Design. Ich zeige nachher dazu in InDesign ein paar Sachen, wie man, was man machen kann und was man nicht machen kann. Aber einfach nur vorab mit Bedenken. Und solange man dann vernünftig arbeitet, kann man in InDesign automatisch zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis generieren. Und man kann darüber automatisch Lesezeichen generieren. Ist total einfach. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es wieder ein Kostenfaktor und dann wird es Handarbeit. Deswegen, das gute, saubere Vorarbeiten, das semantische Arbeiten in InDesign macht solche Dinge als nettes Nebenprodukt. Ja, ich muss dafür nichts mehr tun, es ist alles andere schon da. Dann kommen wir noch zu den Alternativtexten, da könnte ich 3 Jahre drüber reden wahrscheinlich. Im Prinzip braucht ihr für alles, was kein Text ist, einen alternativen Text, der quasi beschreibt, was dort abgebildet ist. Klassischerweise gilt es für euch in InDesign immer für alle Arten von Bilder oder Grafiken. Das bedeutet, ihr müsstet hierfür einen Alternativtext finden, dafür, dafür. Ich habe mal extra 3 unterschiedliche Sachen vorbereitet. Bei der Geschichte beispielsweise müsste man einfach nur ganz klassisch beschreiben, was ist drauf. Man sagt immer so ungefähr maximal 100 Zeichen, Halbsatz, ungefähr sowas in der Richtung. Sprich, entgeht jetzt nicht zu sagen, ich sehe ein schwarz-weißes Foto, darauf sehe ich 3 Häuser. Diese 3 Häuser sind ca. 1,10 Meter hoch. Also kurz prägnant beschreiben, was drauf ist. Ja? Und zwar wirklich das, was ihr objektiv seht. Es geht nicht um eine Interpretation, ja, sondern das wäre jetzt zum Beispiel historisches Foto von Brandenburger Tor in Berlin. Würde relativ genau das beschreiben, was es nämlich ist. Kein Romanbild. Schwieriger wird es dann bei solchen Geschichten. Ja? Macht doch mal eine kurze Beschreibung davon. Schwierig. Also es gibt bestimmte Dinge, die lassen sich nicht gleichwertig beschreiben. Da würde man beispielsweise eine kurze Aussage geben. Sowas, das ist die Messung von dies, das, jenes. Bildaussage ist, steigt an.
Oder man würde zum Beispiel, falls es denn in der Publikation auch die entsprechenden Daten dazu gibt, in Tabellenform sagen, Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle, Tabelle 17.3 oder was auch immer. Bis hin zu den Fällen aber, wo es nicht mehr geht. Also ich kann hier selbst mit gutem und bestem Willen nicht mehr wirklich selbst eine knackige Bildaussage treffen. Dann muss ich irgendein Tod sterben. Das diskutieren wir heute nicht aus. Also es gibt einfach mal logische Grenzen, wo wir das anfangen darüber zu diskutieren, sind wir in 3 Jahren noch nicht fertig. Aber seid euch der Tatsache bewusst, das ist so ein Fall für geht nicht vernünftig barrierefrei. Also zumindest nicht mit demselben Anspruch für alle. Das geht nicht. Gut, dann gibt es noch ein paar Regeln, die habe ich einfach aufgeschrieben. Lest sie euch durch, ja, so ein kleiner Merkzettel. Dann gibt es das Thema Kontrast. Die WCAG und die BETV fordern einen Mindestkontrast in Abhängigkeit von den Objekten. 4,1 zu 1 oder 9 zu 1. Das heißt, sowas hier wäre beispielsweise verboten. Darf ich nicht tun. Würde ein normaler Designer aber auch nicht machen. Davon ganz abgesehen. Führt aber auch dazu, dass bestimmte Dinge auch nicht gehen. Seht ihr ganz oft so in Magazinen vom Bundesministerium für irgendwas. Weil ich habe so ein Label oben in der Ecke, das ist immer orange eingefärbt und die Rubrik steht in weißer Schrift drauf. Wäre verboten. Trotzdem barrierefreies Dokument davon abgesehen, ne? Obwohl sie das nicht durften. Es gibt aber einfach mal Designentscheidungen, die nicht gut sind. Und wenn ihr da irgendwie nicht ganz weit weg seid, noch 2 gesunde Augen habt, dann funktioniert es per se richtig. Weil darüber kann man sich das auch anders generieren lassen. Ja, also mit dem richtigen Tool kann ich mir als Sehgeschichte sowas eh ausgeben lassen. Auf der anderen Seite, was ihr nicht tun dürft, ist Informationen nur über Farbe vermitteln. Ihr baut euch in InDesign eine Tabelle und färbt die Sachen alle ein. Jo, jetzt könnt ihr aber nicht lesen, lasst euch das, ihr könnt nicht sehen, lasst euch das vorlesen. Was steht denn wirklich in der Tabellenzelle drin? Nichts. Ja, also dementsprechend, das dürft ihr nicht tun. Selbe gilt auch für alles, was im Text kommt und fett geschrieben ist, ist wichtig. Alles, was kursiv ist, ist unwichtig. Und alles, was unterstrichen ist, das braucht ihr gar nicht lesen. Dazu müsste man wissen, was fett, italik und unterstrichen ist. Weiß man aber nicht. Deswegen, Informationen darüber zu vermitteln, ist nicht erlaubt. In keinem Fall. Gut, dann kommen wir noch zur Prüfung. Das ist denn für euch wichtig, weil wir eine Auszeichnung, ja, wie Halbfett und Kursiv wird nicht mit transportiert. Es ist, ja, ich verstehe das Gesicht. Ja, also. Genau, also von der Sache her ist es so, dass PDF in der aktuellen Version 1.7 ist ja mal von Adobe freigegeben worden, ist so eine ISO-Norm geworden. Das ist der Urschleim, den einfach wieder reingekübelt haben. So, und da gibt es kein Konstrukt für, das ist fett, kursiv oder irgendwas, mit Absicht. Weil, was will ich denn alles haben? Ich will kursiv, ich will fett, ich will halbfett, ich will light, ich will extra light. Ne, da fängt es schon mal an. Dann geht es weiter zu allen möglichen anderen Geschichten. Da hat man irgendwann so ein riesen Tag-Set. Ja, für jeden Müll kann man irgendwas auszeichnen. Deswegen haben sie es mit Absicht weggelassen. PDF 2.0 hat das erkannt. Da gibt es jetzt, wie in HTML auch, strong für stark betont und die M für emphasis, also halb stark betont sozusagen. Aber das ist jetzt noch aktuell nicht möglich. Was ist, wenn ich das als Zeichenformat definiere? Natürlich egal. Ist ja eine eigene. Ja, geht nicht. Es gibt es im PDF nicht. Also PDF kennt diesen Mechanismus nicht. Also kennt auch eine eigene Überschrift. Nein, also dafür gibt es 6 Ebenen, H1 bis H6, wie in HTML auch. Aber HTML hat zumindest strong und EM kam auch erst wesentlich später rein. Früher gab es ja B und I. Das haben sie rausgekegelt und dann ersetzt durch Strong und EM. Und das ist jetzt halt auch im PDF erst reingekommen. Aber sonst aktuell ist keine Chance, wenn ich irgendein ganz wichtiges Wort im Absatz habe, gibt es keinen Mechanismus, das besonders bei der Ausgabe zu betonen. Egal welche Art von Ausgabe. Keine Chance. Ist so. Dieser blaue Balken mit weißer Schrift vom Ministerium, warum funktioniert das nicht? Weil also kontrastreich ist es ja. Ja, also eine weiße Schrift auf einem blauen Untergrund, wenn es tiefblau ist, würde funktionieren, völlig legal. Aber wenn ich einen orangenen Balken nehme oder einen hellblauen Balken, dann wäre der Kontrast zwischen weiß und diesem Farbton nicht, also 1 zu 4,5 wäre die Vorgabe und das unterschreite ich dann. Also wie gesagt, das ist so eine klassische Geschichte. Soll ich jetzt zum Ministerium gehen und sagen, ey du, musst dein Corporate Design umstellen? Zeig mir einen Vogel. Ja, woher kann ich diese Differenz? 1 zu 4,5 ist auch in vielen Designbüchern per se vorgeschrieben. Und auch bei der WCAG-Anwendung für Webseiten ist auch schon seit Jahren durch. Okay, gut. Irgendwo war noch was? Noch eine Frage, Wunsch hier? Wir haben den Fehler gerade in der Präsentation gesehen. Dass ich mache nie Fehler in meinen Präsentationen. Das ist vielleicht 1 zu, weiß ich. Ja, gut. Prüftools. Da müssen wir noch was schaffen. Ronny, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich guck mal. Ja, guck mal, ich bin schon drüber bestimmt. Ja, ist lang drüber, okay.
Also, ihr müsst die Dokumente, also es ist sehr empfehlenswert, wenn ihr die Dokumente baut, dass ihr natürlich selber euer Ergebnis prüft, aber gebt auch eurem Kunden eine Chance, das selber zu tun. Das baut auch Vertrauen auf, wenn ihr weiß, ja, Haken, check, hey, alles gut. Das Standardtool, was die meisten einsetzen, ist der sogenannte PAC, PDF Accessibility Checker. Nachteil für euch wahrscheinlich auch, wie für mich, Windows, ja, nicht Mac. Also ich habe es auf einer virtuellen Maschine, aber ist leider so, könnt ihr nichts tun. Alternativ gibt es von Colors den PDFA-Pilot. Das ist eigentlich eine kostenpflichtige Software, könnt ihr aber kostenfrei runterladen und funktioniert auch endlich lange im Demo-Modus. Oder artverwandt gibt es das auch im Preflight inzwischen bei Acrobat. Also wenn ihr Acrobat DC Version 2017 Mai oder sowas oder höher habt, dann ist da auch in dem Preflight, normal im ersten Panel gibt es den einfach PDF UA. Wenn ihr das macht, das ist dasselbe wie das da. Oder fast immer dasselbe, sagen wir es mal so. Es gibt in Acrobat noch eine Prüfung, die heißt Barrierefreiheit. Diese Prüfung nutzen auch extrem viele Menschen. Die hat für sich den Anspruch, dass sie auf eine Konformität zur WCAG prüft. Tut sie auch so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Und hat den ganz massiven Nachteil, dass sie Fehler ausgibt, die keine sind. Und sie gibt Fehler nicht aus, die wirklich vorhanden sind. Also das würde ich jedem Kunden auswählen. Die kann man durchaus benutzen, die zeigt schnell an, du hast den Alternativtext vergessen, das kann sie ganz verlässlich. Aber ich würde das niemals als abschließendes Prüftool einsetzen. Never ever. Kunden bitte erzählen, ja, das muss man ihm aufstreicheln, sonst versteht er es nicht. Zusätzlich empfehle ich euch, das habe ich ja schon gezeigt, dieses Colors PDF Go HTML, was das Ganze visualisiert. Das hat zum Beispiel dieser Pack auch drin. Also Windows-Nutzer unter euch, Pack, super, ne, ganz toll. Und alternativ, das habt ihr vorhin bei diesem Kontrast gesehen, oben in der Ecke, da hatte ich so eine grüne Schrift auf schwarzem Untergrund. Das war der VIP-Reader, der macht quasi auch eine HTML-Ansicht, aber ohne diese ganzen. Ein wichtiger Hinweis noch, diese beiden Tools unterstützen laut eigener Beschreibung vollständig PDF UA. Jedoch nehme man eine bestimmte Datei, packe sie in beide Prüftools, sagt das eine gut, das andere sagt böse. Also die interpretieren die PDF-Norm leider etwas anders manchmal. Deswegen, ich setze immer beide ein. Ich kann auch mit beiden Herstellern ganz gut, deswegen tauschen wir uns da Regel immer aus. Deswegen, ich kann euch da auch nicht mehr sagen, also ich habe auch oft den Fall, dass ich Daten mit dem Pack prüfe und ich weiß, der gibt mir hier mindestens eine Warnung aus, obwohl es total korrekt ist. Dann muss man dem Kunden immer erklären, du, das ist wirklich gut. Glaub mir mal, das Tool erzählt Scheiße. Das ist schwierig. Mir glauben sie meistens so gut. Genau. Und dann gibt es noch zum Abschluss den Contrast-Checker. Der prüft zum Beispiel zwei Farben auf Kontraste. Da gibt es unterschiedlichste Tools. Einfach mal googeln. Gibt es als Online-Tools, als Desktop-Tools. Und was ihr bitte nicht tun solltet, aber was viele Kunden machen oder wollen, ist testen mit Vorlesesoftware, sogenannten Screenreadern, die also Blinde benutzen. Das ist kein gültiges Testverfahren. Es hilft zwar, so einen gewissen Eindruck zu erlangen, aber ist kein gültiges Testverfahren. Weil, was mache ich denn? Irgendwer nutzt eine andere Software als die hier. Also die, wenn ihr mal probieren wollt, nutzt die ruhig, NVDA, die ist kostenlos, kostet nichts. Windows only, ja, bleibe dabei. Mac-User, nein, es gibt keinen Screen-User für Mac, gibt's nicht, keine Chance. Aber was mache ich zum Beispiel, wenn ein User ein anderes Programm benutzt? Was mache ich, wenn das Programm einen Bug hat? Deswegen kein gültiges Testverfahren, wenn es euch einer erzählt. No. Was definitiv bitte jedem Kunden ausgerechnet werden soll, ist vorlesen lassen mit Acrobat. Acrobat hat das drin, aber nein, hat nichts damit zu tun. Ihr müsst zwei Dinge tun. Das eine ist eine technische Prüfung machen. Das macht ihr mit dem Acrobat Preflight oder mit dem Pack. Knöpfchen drücken, grüner Haken, gut. X, böse. Ja, dann sagt er euch, was da falsch ist, müsst ihr reparieren. Ist aber nicht vollständig aussagekräftig. Ich kenne halt Leute, die sind da sehr findig, die wissen, dass manche Sachen kompliziert, also fiese Tabellen, die ganz verschachtelt sind, schon schwierig, die gut barrierefrei zu machen. Es gibt aber einen einfachen Mechanismus, den man nutzen kann, und zwar gibt es den sogenannten, ist kein Tag leider, aber es gibt den Mechanismus, etwas zu einem Artefakt zu machen, also bitte gib es nicht aus, weil auf dieser Seite beispielsweise das Ding steht auf jeder Seite. Diese Linie hat null Aussagekraft, der blaue Hintergrund genauso wenig. Deswegen werden solche Elemente immer mit dem Artefakt als Artefakt ausgezeichnet und damit werden sie nicht ausgegeben. Das heißt, mich begrüßt auf der Seite nicht und Sie hören zum 100. Mal Iducanova InDesign und übrigens, hier habe ich einen grünen Hintergrund, brauche ich nicht. Und viele Leute nehmen halt einfach dieses Element und sagen, oh, schwierige Tabelle, ist ein Artefakt, wird nicht ausgegeben. Und dann würde eine Prüfung im Zweifelsfall sagen, hey, grüner Haken, check. Alles ist ausgezeichnet, alles ist korrekt ausgezeichnet, die fiesen Sachen hast du ausgespart. Deswegen reicht das allein nicht aus, sondern ihr müsst immer noch eine manuelle Prüfung machen, also sprich das, was ich vorhin auch gemacht habe, ihr öffnet es zum Beispiel mit PDF-Go-HTML und guckt, ja, ein Link ist ein Link und die Überschrift ist die Überschrift, und ihr habt es ja bei dem schlechten Beispiel gesehen, erst da bemerkt man gewisse Fehler.
Eine automatische Prüfung würde nicht meckern und sagen, ja, das Bild sitzt an der falschen Stelle. Woher sollen wir das wissen? Ja? Solche Geschichten deswegen immer nur über diesen manuellen Test. Gut, bevor ich schnell in die Pause gleich bald gehe, noch ein kleiner Einstieg in die barrierefreien Dateien. Es gilt im Regelfall fast immer diese klassische 80-20-Regel, ja, wie bei allen Dingen im Leben. Das ist ganz normal. Dabei ist es so, wenn ihr InDesign kennt und beherrscht, ist das total easy peasy. Dann habt ihr 80% Arbeit und 20% ist barrierefrei. Kennt und könnt ihr aber kein InDesign, dann dreht sich das automatisch um. Bei meinen Kunden, wo ich Auftragsarbeiten mache, von denen ich meistens den InDesign-Datei bekomme, im Regelfall mal 80% Reparieren des Dokumentes und 20% barrierefrei machen. So fällt dann auch die Kalkulation aus. Ne? Und für euch, wie gesagt, sollte es wünschenswert sein, dreht das bitte mal um. Und im Optimalfall spielen auch die Kunden mit. Nichts ist schlimmer, wenn die Kunden sagen, nö, ich gebe dir keine Alternativtexte, nö, das machen wir ganz anders, als es sein soll, da kommt ihr automatisch in den Konflikt. Ich habe euch mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die relativ wichtig sind. Ich gehe jetzt nicht auf alle Sachen ein. Das Wichtigste bitte ist, falls ihr das mal wirklich produktiv einsetzt, gleich am Anfang dieses barrierefreie Mitplanen. Fast allen Produktionen, wo ich bin, ich hole sie mal ganz am Ende, ist der Kind schon im Brunnen gefallen, teuer. Ne? Deswegen bitte ganz, ganz früh daran denken, weil dann wisst ihr schon, ich muss die Reihenfolge bedenken, ich muss auch mit Absatzformaten arbeiten, ich brauche Alternativtexte. Das ist ganz wichtig. Und für euch am Anfang, bitte nicht immer auf Perfektion schielen. Das geht teilweise nicht. Also InDesign selber ist teilweise angeschränkt, deswegen lasst doch mal 5 Grad sein, 80% barrierefrei ist besser als 0. Ja? Das ist ganz wichtig. Wenn ihr es tut, derjenige, der es umsetzt, muss ein bisschen Grips haben. Ja, ihr müsst selber wissen, was ihr tut und ihr müsst es aktiv kommunizieren. Wenn ihr also eure Aufgabe an jemandem extern delegiert oder jemandem anderen, er muss das notwendige Wissen haben. Er muss wissen, worum es geht. Sonst scheitert es. Das hatte ich mal weg. Wissenswert für euch, das hatten wir auch gerade in der Vorbesprechung schon mal kurz gehabt. Wenn ihr InDesign-Dokumente so aufbereitet habt, dass sie barrierefrei sind, fällt da automatisch auch anderes raus. Also der Mechanismus ist beispielsweise absolut identisch zu EPUB und HTML. Also habt ihr ein Dokument vorbereitet für barrierefreies PDF, könnt ihr sagen, ausgemalt als EPUB. Die Reihenfolge ist richtig, die Semantik ist richtig, alles das ist schon drin. Und das gilt auch für vieles andere. Also wenn ihr jetzt beispielsweise irgendwas anderes Digitales verwerten wollt, das funktioniert alles nach diesem Schema, ich arbeite strukturiert. Also Automatismen, die in InDesign möglich sind. Ne? Also zum Beispiel. Das auch immer, wenn man wirklich eben strukturiert arbeitet, wenn das Ding wirklich strukturiert aufgebaut ist. Im Optimalfall. Ich zeige ja gleich ein paar Dokumente. Das sind dann so typische Anforderungen, die dann irgendwann später kommen. Ne? Genau. Dann irgendwo noch automatisiert irgendwas draus machen will. Und, das kommt leider häufig sehr spät. Also ich habe es jetzt auch gerade wie in der aktuellen Produktion, da ist Ihnen auch am Ende eingefallen, wir müssten ja noch. Hätte man das am Anfang gewusst, hätte man das Layout einfach anders gebaut. Aber leider zu spät. Nun wird's bisschen mehr Lohn auf dem Abrechnungszettel nachher bei mir, aber egal. Genau. Dann, wenn ihr anfangt damit, ich mache das Ganze jetzt seit, keine Ahnung, 8 Jahren oder so. Auch ich sage immer wieder, oh scheiße, was machst du denn jetzt? Am Anfang kriegst ihr es wahrscheinlich nicht barrierefrei hin zu 100%, weil es sind so ganz bestimmte Dinge extrem herausfordernd. Vielleicht sucht ihr euch sonst Unterstützung, gibt allerdings ganz wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst könnt ihr auch Folgendes machen, das mache ich auch ganz oft mit meinen Kunden. Also ich habe keine Lust, dass mir Kunden immer ihre schlechten Dokumente geben, ich repariere die wieder. Ja, sie zahlen gut, aber trotzdem, damit möchte ich mein Leben nicht bestreiten. Deswegen mache ich meistens bei meinen Kunden eine Schulung. Die bauen den InDesign-Grundgerüst auf, was schon mal gut ist. Und die letzten 10% mache ich dann. Ja, aber ich muss nicht jedes Mal wieder sagen, Absatzformat zuweisen, Absatzformat anlegen. Das muss nicht sein. Das heißt, da kann man auch durchaus sozusagen mit den entsprechenden Methoden immer was Gutes hinbekommen. Gut, wenn ich gleich in die Praxis gehe nach der Pause, was ich immer in meinem Hinterkopf habe ist, ich möchte nicht, dass Barrierefreiheit teuer ist und extra kostet. Das heißt, ich gucke immer, dass es möglichst effizient funktioniert. Ja, effektiv soll es natürlich auch sein, davon ganz abgesehen. Und das geht eigentlich ganz gut. Also meine Erfahrung ist immer, wenn man so ein Redesign macht oder ein neues Heft aufbaut oder was auch immer und das immer hinten im Fokus hat, dann ist das meistens ganz gut gelungen. Und zu meiner These an der Stelle noch, ihr werdet gleich mal vielleicht ein Praxisteil sein, aber wenn ihr die Dokumente sauber aufbaut, ihr seid manchmal echt verwundert, was da so alles möglich ist, wo man vorher nie gedacht hat, weil man das Dokument, wenn man die Historie anguckt, sieht man, ach, wir haben das Template schon seit 2010. Wird jeden Monat neu geöffnet, neu befüllt, abgespeichert, 80 Millionen neue Formate reinbekommen, 87 mal ein Plus für Abweichung. Die werden nicht besser, die Dokumente, sagen wir es mal so. Also von daher ist das oft auch ein guter Grund, mal so einen Cut zu machen und mal zu sagen, wo stehe ich eigentlich, wo soll ich hin?
Gut, ich glaube, ja, jetzt bin ich pausentauglich. Ihr auch vielleicht auch. Habt ihr noch Fragen? Noch nicht. Noch nicht?